Hallo miteinander, guten Tag. Auf vielfachen Wunsch machen wir nun unser Interview in Hochdeutsch. Leider nicht mehr in Schweizerdeutsch, aber das ist auch gut so. Das ist auch gut so, denn so haben wir eine größere Reichweite und ich denke auch, dass uns dann die Leute besser verstehen können. Ich möchte mich nochmals bedanken bei Rosmarie, dass wir wieder hier sein dürfen, damit wir ein Teil weiter jetzt gehen können, immer noch Gesetz und Staat, weil das ist noch nicht vorbei, das, was wir letztes Mal besprochen haben. Hallo, Rosmarie. Dankeschön, Phil. Guten Abend. Guten Abend. Allerseits, wir probieren wirklich auf Hochdeutsch. Es gibt sehr viele, die das gerne sehen möchten, die es interessiert und ja, vom Verständnis her halt besser zu verstehen für viele, wenn es in Hochdeutsch ist. Also ich probiere, hängt mich nicht auf. Ja, seid nachsichtig, wenn mal ein schweizerdeutsches Wort hineinhuscht. So wie huscht. Das kann passieren. Genau. Okay. Wenn ihr den zweiten Teil geschaut habt, was Gesetze sind, gesetzt und unveränderbar, unveräußerbar, unverhandelbar, dann entdecken wir, dass diese Gesetze halt jederzeit abgeändert werden können. Ja. Und so, wie ich die hermetischen Gesetze das letzte Mal erklärt habe, mit Schöpfung, mit, was habe ich alles gesagt? Wie oben so unten, innen so außen und die Ursache, Wirkung etc. Ja. Eben das, wenn man aus dem Flugzeug springt. Ja, genau. Und wir dann das Ganze münzen auf Mensch, Person und diese Gesetze, die meisten Gesetze für Personen gelten, dann ist es für den Menschen oft nur ein Text, eine Passage, wie die Würde des Menschen da erwähnt wird, ist ja in diesem Sinn kein Gesetz, sondern es ist eine Feststellung, es ist die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Hatten wir, was ist die Würde etc., dann geht in euch und schaut mal, was für euch die Würde denn ist. Und wenn wir nun Gesetze anschauen, was es da alles gibt, ich weiß nicht, ich habe sie nie gezählt, einer sagte mal an die 75.000 bis 80.000 Gesetze in all diesen Gesetzbüchern. Also in der ganzen Erde, oder hier können wir ja Welt sagen, da ja, auf der ganzen Welt. Es ist eine Fiktion, ja. In dieser Fiktion, ja, ja. Nein, das sind wesentlich mehr weltweit dann gesehen, ja. Aber schon nur in unseren Büchern, Gesetzesbüchern, da gibt es das Strafgesetzbuch, dann gibt es das Obligationenrecht, dann gibt es das Polizeigesetz, dann, es gibt unglaublich viele Bücher, da sieht keiner mehr durch. Ja. Also das beziehst du jetzt wirklich nur auf die Schweiz? Auf die Schweiz, ja. Also man müsste die mal zählen, also wer sich das als Hobby mal machen möchte, der darf das gerne. Aber es sind unglaublich viele und da sieht man von lauter Bäumen den Wald nicht mehr diesbezüglich. Und da soll einer rauskommen, ja, und dann ist es einfach, dass man sagt, ich lasse die Finger davon, dafür gibt es ja Anwälte und dafür gibt es ja dann geschultes Personal quasi, das da Bescheid weiß darüber und darum braucht dann die Person danach vor Gericht ja auch einen Anwalt. Genau. Und die Staatsanwälte, die da alles in Wege leiten etc. Und da möchte ich einhaken diesbezüglich, weil der Mensch so vor Gesetz eigentlich nichts, also nicht eigentlich nichts zu suchen hat, ja, weil diese Gesetze für Personen sind. Und wenn sich einer da halt vors Gericht zitieren lässt, dann als Person und dann hat man den Namen benutzt, eingetragen mit dem Geburtenregister ja dann als Person und diese eingetragene Marke, sage ich mal, die eingetragene Name, der gehört dem Staat. Ja. Das Produkt. Das Produkt, ja. Die Ware. Oder wie auch immer. Der Warenschein ist abgegeben. Ganz genau. Und da möchte ich nochmal auf diesen Sestui Act zurückkommen. Seinerzeit mit diesen 7 Jahren, wo wir dann als verschollen gelten, und dann in diesem System
gehandelt werden als Person halt, ja. Wo die Geburtsurkunde ja, gehandelt wird. Genau, also dieses Gewie Act wurde 1540 ja beschlossen von Heinrich dem VIII. Damals. Ist das ein Engländer? Ein englischer König, ja. Und dann wurde 1666, man beachte die Jahreszahl, dieses Gewie Act oder der Trust gegründet. Und darauf wurde auch der ganze Wertpapierbetrug aufgebaut. Eigentlich 1666 die Grundlage unseres heutigen Kapitalismus, wo der Bürger für die Hochfinanz bürgt, wie man so schön sagt, der Bürger, der bürgt. Ja. Die Zentralbankenaktionäre besitzen somit das Recht, den Bürger zu verpfänden, wenn man nicht artig tut, ja, und die Wertschöpfung des Kapitals ist ihr Untertan, so quasi nach dem System des Lehnswesen. Ja. Kann ich da kurz etwas einschieben? Wir haben ja da ganz ein konkretes Beispiel, also das habe ich aus erster Hand gehört, dass jemand Großeltern gehabt hat. Die mussten nach dem Ersten Weltkrieg, weil die Deutschen ja Reparationszahlungen tätigen mussten, mussten die Großeltern als Pfand nach Frankreich gehen und da für Kost und Logis arbeiten, quasi eben die Reparationszahlungen gut machen, weil Deutschland hatte ja kein Geld mehr nach dem Ersten Weltkrieg. Also das ist ein ganz konkretes Beispiel und das habe ich aus erster Hand. Also das ja, das ist so. Diese, wie sage ich das am besten, diese Wertpapiere, diese Geburtsurkunden, die wurden ja als Wertschöpfung, als Wert den Banken geliehen, damit überhaupt die Länder, die waren ja alle bankrott, die sind auch heute alle bankrott, damit die überhaupt Kredite erhielten. Ja? Und wenn man sagt, dann der Bürger bürgt in diesen Acts, die da geschrieben wurden, von diesem 1666 an, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, wo das Ganze aufgebaut wurde. Ja? Ja. Also dieser Betrug, der läuft schon Jahrhunderte. Ja? Und es ist immer noch dasselbe. Ja? Ja, und viele Leute sehen nicht durch. Genau. Also die sehen nicht, sie sehen zwar dran hin, aber nicht hindurch. Und das ist ja das Schlimme, was wir jetzt haben, dass wir ganz viele Menschen hier sind, die das ganze System enorm anprangern, aber quasi wie den Schritt nicht sehen, wie man weiterkommt. Und deshalb sind wir jetzt, machen wir das Ganze hier. Es gibt ein Wort auch für diese ganzen Zentralbanken, das sogenannte Bürgerrecht. Und das Bürgerrecht, wo man uns dann sagt, man versteht darunter, der Bürger hat Rechte, das Bürgerrecht. Ich verstehe das ganz anders. Ich verstehe das als vom Kapital her der Untertanen, das Bürgerrecht der Hochfinanz, die das Bürgerrecht anders verstehen oder meinen, weil der Bürger bürgt und nicht die Rechte, die wir haben. Weil es geht immer um die Person. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir haben diese Person, wir sind nicht diese Person. Anders, wenn ich ein anderes Beispiel erkläre, wird es vielleicht für einige einfacher. Du hast ein Auto, du steigst ein, du fährst dieses Auto, wegen dessen bist du kein Auto. Du fährst das Auto, du hast ein Auto. Ja. Und als Person ist es genau gleich. Wir sind beseelte Wesen, wir sind Mensch, beseeltes Wesen und wir haben eine Person, wir sind diese Person nicht. Die gehört nicht uns. Ja. Das heißt, der eingetragene Name gehört dem Staat. Ja. Genau. Und darum bürgt die Person. Und alle Rechte, die ein Bürger dann hat, verstehe ich bezogen auf die Zentralbanken. Wir bürgen für die Schulden.
Ja, heißt ja Bürger. Ja, richtig. Ja, Bürger. Bürger, ja. Bürgen wir die schon. So verstehe ich das als solches. Ja. Also dieses Destuy-Gewy Act 1666, wo dann der Charles II., auch wiederum ein Engländer, da weitergemacht hat, wo der Henry VIII. Da aufgehört hat, dann ein paar Jahre später, ein paar Jahrhundert später. Das ist sowas von fast ein Meisterstück, das da läuft, was da gemacht wurde über Jahrhunderte, ja, mit den Menschen. Ja? Und jetzt sind so viele parat, die merken, es läuft was völlig schräg, es läuft was völlig falsch. Man kann es vielleicht nicht benennen und dazu sind wir da überall, überall. Es sind wie Pilze aus dem Boden, ja, kommen Videos, kommen solche Sachen öffentlich. Und es ist einfach zu finden, wenn man weiß, wonach man dann suchen muss. Ja? Ja. Das ist dann das andere. Und was ich auch faszinierend finde, ist jetzt auch das Feedback, was wir bekommen auf unsere Reihe, die wir hier jetzt machen. Auch, ja, aber das wusste ich ja gar nicht. Und wo kann man? Und wo ich möchte auch gerne. Und das ist schon faszinierend, wie man den Menschen ein wenig die Augen öffnen kann. Und es auch wichtig ist, dass wir das den Menschen überhaupt sagen. Und die andere Sache ist auch die, dass sie es annehmen und nicht nur, weil je mehr wir sind, desto größer ist auch die Menschenmacht, die wir dann schlussendlich haben, die menschliche Macht. Und ja, das ist enorm wichtig. Ich möchte uns hier jetzt nicht auf die Schultern klopfen, aber es ist halt einfach wirklich so, dass das in die Leute getragen werden muss. Absolut, das könnten es andere ja auch tun. Und jetzt sind wir halt auch ein Teil davon, die das jetzt halt öffentlich machen und tun. Ja. Ein System ist immer so lange ein System und gültig, bis gewisse oder viele aufstehen und sagen, fertig, es reicht. Ja? Ja. Und die Zeit ist gekommen, die ist schon lange gekommen, dass das jetzt ein Ende hat, mit den Menschen so umzugehen. Ja. Und das merken auch viele. Das ganze Finanzwesen, um das es schlussendlich auch geht, ja, mit diesen ganzen Zins und Zinseszinsen, das crasht und in der nächsten Zeit wird da was ganz anderes auf die Menschen zukommen, in dieser ganzen Finanzgeschichte. Und von daher ist es wichtig, diese Differenzierungen zu verstehen überhaupt, was da abgeht, oder? Ja. Weil der Mensch als solches dem Common Law viel näher ist, oder das Common Law, oder das Gesetz, das Landrecht eigentlich des Menschen wäre und nicht das See- und Handelsrecht, das uns da aufgezwungen, ja, wurde, oder? Das ist auch in diesem Recht leben wir, das Common Law ist nicht das. Nein, Recht im See- und Handelsrecht. See- und Handelsrecht, ja, ist das übliche, ja, die Gesetze geschrieben da im See- und Handelsrecht, ja, oder? Es wäre ganz einfach im Common Law für die Menschen diesbezüglich, ehre deinen Schöpfer. Ehre deinen Schöpfer. Ja, wer ist denn der Schöpfer, bitteschön? Wie die Würde, wo ist der, ja, Schöpfer? In uns, wir sind die Schöpferkraft. Wir sind der Wert. Wir erschaffen alles. Wer, ja, denn bitte sonst? Ein Staat macht, der Bund macht. Bitte schön, das sind Worte, das sind Begriffe, das sind Definitionen, aber ein Staat, sorry, ein Bund machen gar nichts. Das sind Menschen, die wieder irgendetwas tun. Der Bund stellt oder er versucht, eine Plattform zu stellen, wo wir das machen können. Aber das ist ja, der dreht dann alles für sich. Und, ja, es sind wieder die Gesetze, ja, der, genau, See- und Handelsrecht für die Personen. Genau. Wir haben eine, wir sind keine Person. Ja. Wir sind nicht die Person. Und jetzt möchte ich die Namen einmal im Detail, weil die Namen, die eingetragen wurden, via Geburtsurkunde, der Familienname, der Stammesname, dieser Name wurde entwendet, sage ich mal, missbraucht diesbezüglich, diese Geburtsurkunde zu erstellen. Und mit dem Namen werdet ihr merken in Zukunft, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dass die Namen verschiedentlich geschrieben werden, je nachdem, woher Post kommt. Ja? Wird der Name
ganz, sag ich mal, normal, Gänsefüßchen, erste Buchstabe groß, die anderen alle klein, Wortbeginn groß und dann der Rest klein, dann kann es sein, dass der Nachname alles in Großbuchstaben geschrieben wird und der Vorname erste Buchstabe groß, der Rest Kleinschrift. Und dann gibt es noch eine dritte Variante und das sind beide Namen, Nachname und Vorname, in Großbuchstaben geschrieben. Okay. Und man nennt diese Schreibweise, ist auch aus dem Latein, Capitis diminutio oder Capitis diminutio. Ihr werdet beide Arten finden, wenn ihr das googelt. Und das ist natürlich speziell diesbezüglich. Diese Schreibweisen, weil wir haben verschiedene Trusts, das heißt verschiedene Konten quasi oder ein Strohmann-Konto, weil ein Staat, sprich ein Gericht, über See- und Handelsrecht nur mit einer Fiktion über einen Strohmann arbeiten kann. Mit dem Menschen dürfen sie ja nichts tun. Es ist irre, ich weiß, also, es ist echt verrückt, nur es ist die Wahrheit, es ist wirklich so. Und wenn man das nicht weiß und immer Ja sagt, dann stimmt man zu. Das ist dann Vertrag oder Kommerz. Und dann hast du zugestimmt. Aber das ist ja im Prinzip hinters Licht führen. Na klar ist das hinters Licht führen. Absolut. Nur, ist das nicht strafbar? Na klar ist das strafbar. Nur, wo kein Kläger, da kein Richter. Gibt da immer wieder Weisheitssprüche, die einfach sehr zutreffend aber sind. Aber auch die Willkür, in der wir stecken, ist ja Wahnsinn. Mhm. Also, meine, da kannst du vor Gericht sein und das schert den anderen, sorry, ein Scheißdreck, was du da sagst. Ich habe schon einmal angesprochen, es geht halt wirklich ums Kapital. Es geht darum, wer hat die höhere Versicherung, wer versichert den Richter höher, welche Partei. Denn vor Gericht geht es ja nur um Sachen. Es geht immer, ist der Spruch oder die Schriftdefinition, sage ich jetzt einfach mal, ich will da niemanden treffen, tüpfen, Müller gegen Meier in Sachen, Müller gegen Meier, wenn es sowas heißt und zwei Namen dastehen in Sachen. Ja, wir sind keine Sache. Nein. Wir sind Substanz. Wir also sind der Wert. Aber die Person ist die Sache. Genau, und eine Sache ist dann nur die Person. Es geht ja um diese Person. Genau. Ja? So, und wenn man die Schreibweisen anschaut, dann achtet euch mal, dieses Capitis Deminutio, da gibt es diese drei Schreibweisen, das Minima, das Media und das Maxima. Wie es der Name schon sagt, Minima, klein geschrieben. Wenn ich jetzt sage, Lieschen Müller, und Lieschen Müller und Lieschen Müller, dann hört sich das vom Hören her an wie dreimal das Gleiche. Ja. Nur in der Schreibweise, wenn es geschrieben steht, in diesen Kleinbuchstaben, Lieschen Müller, dann hat das eine andere Deutung. Und die Deutung dieser Kleinschrift wäre dann das menschliche Wesen mit all seinen Geburtsrechten. In Kleinschrift. In Kleinschrift. Ja. Und das Media, wenn der Familienname alles in Großbuchstaben ist und der Rest in Kleinschrift, dann würde das so viel heißen wie Verlust des Bürgerrechts und der Familienzugehörigkeit. So in einer ganz vereinfachten Definition gesagt. Und wenn alles in Großbuchstaben steht, das ist dann das Maxima. Also die maximal die große Schreibweise, das würde so viel bedeuten wie Sklave oder der bürgerliche Tod. Oh, jetzt kommt mir gerade was in den Sinn. Ich muss deinen Namen unbedingt anders schreiben. Das sage ich ja. Und dann schaut bitte mal eure ID-Karte an auf der Rückseite, schaut eure Krankenkassenkarte an, schaut eure Kreditkarten an. Wie da der Name ist, alles in Großbuchstaben geschrieben. Also wir sind Sklaven, wir sind im System für tot erklärt. Und das gibt mir wieder den Schwenk zu diesem Sestwigowie Act. Nach 7 Jahren gelten wir als verschollen, als tot und dienen somit als Kapital, als Sache dem Staat. Ja,
Da wird einem schlecht. Ich weiß, vielen wird schlecht werden oder wie auch immer, weil ich kann es nicht ändern. Ich kann diesbezüglich nur meine Einstellung und mein Standing ändern, indem ich sage, ah, ich habe verstanden, da sind Verträge zustande gekommen, wo ich nie unterschrieben habe, da sind Verträge zustande gekommen, die man mir willentlich, wissentlich aufgedrückt hat, respektive ich hatte davon weder Wissen, noch bin ich einverstanden, noch habe ich mit nasser Tinte unterzeichnet. Und diesbezüglich sind diese Verträge hinfällig, nichtig, per sofort. Ja. Und dazu kann ich sehr wohl etwas ändern, indem ich mich lebendig melde, was eigentlich auch aberwitzig ist, da ich ja lebendig bin. Ja? Aber halt diese Verträge, wenn sie nicht widersprochen werden, dann ist das so. Ja. Und die gelten so lange, bis widersprochen wird. Und wenn ich eine Lebenderklärung mache und sage, ich bin nicht einverstanden, diese Verträge sind null und nichtig, ich habe da nie unterschrieben, ich melde mich lebendig zurück, dann nehme ich mich aus diesem System raus. Das ist mal eine Möglichkeit, ja. Das ist mal der erste Schritt, ja, den man da machen muss. Ja, das wäre dann sicher ein erster Schritt. Ja. Also diese Schreibweisen wie von Steuerbehörden, dann für die Steuererklärung, dann wird man noch so ganz nett mit Frau und Herr angeschrieben. Und diese Bezeichnung Frau und Herr ist sowieso für die Person gedacht und nicht für den Menschen. Ja. Weil sie benutzen da so eine kleine Klausel, wo man meinen könnte, es ist der Mensch gemeint, weil sie schreiben die natürliche Person. Aha. Die natürliche Person. Person. Natürlich wäre eigentlich gemeint, ja, natürlich. Ja, aber Person. Das ist das Lebende, aber dann das zweite Wort ist dann schon Person. Und die Person ist wieder die Sache und die Person ist mausetot. Die Person macht keinen Mucks. Die kann nicht sprechen, die kann nicht handeln, die kann gar nichts tun. Die ist ein Stück Papier. Genau. Ja. Das ist ihr Strohmann, respektive die Person. Und wir als Träger ebenso dieses Namens, allerdings erhalten von der Familie, aus dem Stamm geboren, Papa-Name, Mama-Name, wie auch immer, der gegebene Vorname. Und das ist unser Rufname. Und somit benutzen sie denselben Namen, den wir tragen. Ja? Ihre Person, nicht unsere Person. Das ist unglaublich. Ja, absolut. Und die ganzen Gesetze, wenn man das anschaut, dieses Estuige wie, diese 7 Jahre, dieser Trust, dieses ganze Konstrukt in diesem ganzen System, diese ganze Fiktion, in der Welt, überall wurde das gleich aufgebaut. Überall gilt das Gleiche eigentlich für die Person. Dann haben wir nur die Möglichkeit, da zu widersprechen, uns da rauszunehmen und sagen, Stopp, Schluss, Ende, aus, fertig. Aber wenn wir ja da die Person rausnehmen, also quasi uns als lebend erklären wieder, wie ist denn das mit dem Geld, was ja für uns schon erwirtschaftet, aber das ist ja dann das, eben das Kollateral nennt sich ja das, aber das bekommen wir ja dann nicht. Nein, das erhalten wir nicht, nein. Wäre natürlich schön, oder? Muss man das ausholen? Es wird oft diskutiert und das wird je länger sie mehr jetzt auch wieder diskutiert, war letztes Jahr auch kurz ein Thema, dieses Grundeinkommen, was jeder Mensch zugute hätte. Das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen, ein gutes Wort, das da beigefügt wird, bedingungslos. Was heißt denn bitte schön bedingungslos? Bedingungslos würde heißen, du erhältst diesen Betrag jeden Monat. Ohne irgendetwas zu tun. Ohne irgendetwas zu tun, ganz genau, bedingungslos. Es steht dir zu. Ja. Nur ist die andere Fiktion ja schon wieder die Geld. Fabian de Goldschmied, hoffentlich wird es nicht schon wieder auf YouTube gelöscht, wie auch immer. Ein gutes Video über das Geldsystem, sich da mal im Klaren zu sein. Auch so eine Fiktion des Geldes.
wie wir doktriniert wurden ein ganzes Leben lang, was dieses Geld und der Wert des Geldes, dieses ganze materielle Denken dann überhaupt zu einer solchen Wichtigkeit geworden ist, dass alle nach Geld streben und viel Geld haben müssen. Und dann bist du etwas, wenn du viel hast und so. Und andere haben halt nichts. Man stelle sich das ganz einfach vor. Ich muss auch sagen, im Moment wird einfach wie ihr gedruckt. Da wird einfach wie ihr Geld gedruckt. Da steht nichts dahinter. Kein Gut, aber das ist ja schon lange nichts mehr dahinter. Nein, das ist schon lange so, ja genau. Und dann, wenn wir diese ganze Fiktion mal anschauen, was wäre ein Leben ohne Geld? Also wir bräuchten überhaupt gar kein Geld. Weil bei Geld sowieso, da geht es auch nur um Kontrolle. Ja. Es geht um die Banken, es geht um die Zinsen und ein Zinssystem ist sowieso verboten diesbezüglich. Es geht ja nur um Macht, um gar nichts anderes. Also, und es heißt ja, Geld regiert die Welt und das stimmt auch in einem sehr großen Teil. Weil zum Beispiel, wenn jemand wie der Strauss Kahn dazumals, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, das war ja der Weltbankchef. Und der ist ja in Ungnade gefallen. Und was passiert mit jemandem, der in Ungnade fällt? Der kann noch so viel Geld haben und dann ist es dann passiert mit ihm. Aber ich möchte das als Beispiel bringen, dass Geld nicht immer hilft, aber es gibt ganz viele andere Beispiele, wo man ganz klar sieht, der ist jetzt nur wegen dem Geld so weit, also im System von der Schippe gesprungen. Also ja. Dieses Geld, also ein Fluch, echt ein Fluch. Ja. Und auch die Kontrolle, und im Moment geht es ja dahin, dass sie diese Kryptowährungen aufbauen wollen und so wegen Bakterien und Viren das ganze Geld auf bargeldlos umstellen wollen. Da geht es einfach nur in eine Richtung, und zwar pure Kontrolle. Und gar nichts anderes, ja? Kein Bargeld mehr und das wäre dann der völlige Untergang, aber auch die völlige Kontrolle diesbezüglich. Ja, weil dann können Sie sagen, ja, der hat noch keine Steuern bezahlt, wir werden es ihm jetzt quasi wegnehmen. Ja, und das Wegnehmen, das läuft dann halt auch via Betreibung, via Pfändung diesbezüglich sowieso, weil nur die Sache oder über den Strohmann gehandelt werden kann, wenn man da mitmacht in diesem Spiel. Ja. Mhm. Nochmal, ich bin nicht für keinen Beitrag oder Steuern zahlen. Es ist für mich das falsche Wort. Wir brauchen nichts zu zahlen. Für den Menschen wäre, wie es so schön heißt, auch in der Bibel, im Paradies ist schon alles bezahlt. Es ist schon alles bezahlt und da der Mensch der Wert ist, erstellt auch nur der Mensch irgendetwas, ob das eine Straße ist, ein Kindergarten ist, eine Schule ist, egal was, es sind die Menschen, die das erstellen. Ja, ja. Und es ist ja alles vorhanden, warum brauchen wir denn Geld? Es geht auch nicht darum, dass irgendeiner 10 Ferrari besitzen muss oder 5 Yachten oder 27 Villen und weiß nicht was, sondern es ginge darum, dass jeder seinen Platz hat, wo er wohnen möchte, genügend Lebensmittel diesbezüglich. Und da müsste auch ein riesen Umdenken stattfinden. Diese ganze Globalisierung in meinen Augen ist kläglich gescheitert. Also das ist völlig hinfällig, ja. Man lagert alles aus, man bezieht alles aus dem Ausland und statt zu schauen, dass die Versorgung im eigenen Land gewährleistet ist, dass nicht eine Abhängigkeit entsteht vom übers Ausland, dass man da abhängig ist von anderen, die dann irgendwie welche Ware und Lebensmittel herbeischaffen. Aber das ist genau der Trend, der ja läuft. Wenn ich sehe, ich habe einen guten Freund, der ist Bauer, und der sagt, er sei noch nie so schlecht behandelt worden wie jetzt. Und sind wir ehrlich, ohne Bauern können wir einpacken. Ja, das ist so. Also ob jetzt der in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich oder auch in Amerika ist, ohne Bauern können wir einpacken. Richtig. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Auch in der Gesellschaft kommt das nicht an.
offenbar geht es einfach allen wirklich noch viel zu gut, ja? Mhm. Weil wir haben es echt in der Hand, jetzt echt aufzustehen und zu sagen, fertig, das hat ausgedient, dieses ganze System muss weg. Da werden auch, uns auch immer Worte in den Mund gelegt, wir wollen das System stürzen. Nein, ich will gar nichts stürzen. Überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass es ausgedient hat, so funktioniert es einfach nicht. Und je mehr Menschen aufstehen und sich wehren, umso eher kippt das Ganze. Ja. Weil wenn die Spielfiguren vom Feld weg sind, mit was wollen sie denn noch spielen? Ja, ja? Klar. Ja, und auch die in der Illegalität, in der das System ja arbeitet, ja. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ja, was enorm wichtig ist, eben zum auch sagen. Und deshalb sind wir jetzt auch so weit, dass wir das jetzt so raustragen müssen. Ja, der Unmut wächst. Und dass das nicht in eine völlig falsche Richtung gerät, ist diese Aufklärung wirklich sehr, sehr wichtig. Ja? Ja. Auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenen Möglichkeiten. Es trifft ja im Moment schon fast alle. Das Geld, die Finanzen, dann wird es den Rest auch noch treffen quasi. Aber jetzt sind die Masken, die Kinder, diese Tests, das ist ein unsägliches Leid, das da geschaffen wird. Ja? Also diese Politiker, und ich kann nur inständig alle auffordern, das ganze Parlament und die Politiker wirklich fürs Volk einzustehen, fürs Volk zu arbeiten und nicht für diese da fehlen mir die Worte, für diese korrupten Konzerne zu arbeiten. Ja? Ja. Echt, und zwar fürs Volk, weil ich denke nicht, dass da die Namen, die nicht fürs Volk arbeiten, da vergessen gehen bei den Menschen, absolut nicht. Ja? Das denke ich auch nicht. Und das muss enden, auch das ganze Parteiensystem, also wenn man das ganze System versteht, wie der ganze Aufbau läuft, das ist, kann man sich vorstellen, wie ein Kuchenrezept, da braucht es verschiedene Zutaten, damit etwas entsteht. Ja, das ist jetzt ein Hausfrauenbeispiel, also ein Weiberbeispiel, sage ich mal. Es braucht Verschiedenes, dass etwas im Gesamten dann funktioniert. Ja? Ja. Und so braucht es die Konzerne, die Banken, die Versicherungen, die das Ganze da im Hintergrund die Fäden ziehen. Dann haben sie die Lobbyisten, die weibeln und schauen, wer stimmt dann für uns, wer ist auf unserer Seite. Man muss nur die vielen Mandate schauen, die da in diesen Konzernen vergeben werden in der Politik. Gewaltig. Also das ist abartig. Also ja? Ich habe schon mal gesagt, eigentlich hätte ich gerne die Anzüge weg von den Politikern, und die sollen Rennoveralls tragen mit den Logos, von denen sie gesponsert werden. Ja. Dann hätten wir dann würden wir objektiv, also, okay, gut, der arbeitet für Nestle, nee, den will ich nicht haben. Also das... Auch die Ärzte, auch egal genau, was, sie müssen diese Werbesachen tragen, egal wie. Ja, aber das wirst du nie durchbekommen. Nee, klar. Aber es ist sowas von klar, wie bezahlt alle sind. Ja? Und im Moment leiden wirklich ganz viele darunter. Und die Bauern sind die Nächsten, die ihre Ware in der Großverteilung nicht abliefern können. Die Restaurants sind geschlossen, die Ware kommt nicht weg. Es ist ein riesen Rattenschwanz, ja, der da dran hängt. Oder? Man macht einfach zack, bumm, alles dicht, alles zu. Ja? Und ich habe gerade vor ein paar Stunden, bevor ich hier hingefahren bin, Stricker-TV gesehen. Ich weiß nicht, kennst du Stricker-TV? Ja klar, ich liebe Dani, ich grüße dich, falls du das sehen solltest. Ja, falls du das siehst, hallo Dani. Da hat er den Günther von diesem Restaurant da in Rätschen interviewt, und dann hat er wirklich gesagt, wie viel das der pro Tag bekommt oder was das dann auf den Monat ausmacht mit der Hilfe vom Staat. Ja, ja. Also da gehst du vorher betteln. Bringt mehr. Also da könnte ich ja weinen, das ist ja Wahnsinn. Mittlerweile kenne ich mehr Menschen, die an Suizid verstorben sind, die echt krank sind, psychisch am Anschlag sind, die ihre Existenz verlieren. Geld wird großartig in Millionenhöhe gesprochen, die reden von Milliarden. Ich frage mich, wo das denn hingeht.
Und von wo kommt es? Ja, von wo es kommt, ist eigentlich klar. Nur wohin es geht, ja. Es fließt nicht an diese Stellen. Und diese Willkür überall, die herrscht, diese Willkür vor allem, wer da entscheidet an diesen Stellen, die kriegen nichts an Unterstützung, nur weil sie letztes Jahr frisch aufgemacht haben und keinen Umsatz nachweisen können vom vorderen Jahr. Logisch, weil sie ja erst angefangen haben. Was so logisch ist und auch logisch, die erhalten Unterstützung. Nein, die fallen einfach wieder durch ein Raster durch. Oder das ist da müsste man halt ein äquivalentes Unternehmen nehmen, was von der Größe gleich groß ist und schauen, wie viel Umsatz das die gemacht haben. Weil alles andere ist nicht fair. Alles andere ist nicht fair. Aber weißt du, wenn jemand befiehlt und so befiehlt, da wird alles geschlossen, dann ist einfach glasklar, da wird Unterstützung gesprochen, da muss Unterstützung gesprochen werden. Ja? Auch wenn sie sagen, ja, man muss dann schon schauen, dass da keine Schindluder getrieben wird und dass da nicht beschissen wird und so. Ich meine, schaut mal diesen korrupten Haufen an, da in den Regierungen, da wird laufend beschissen, ja? Ja. Und wenn du keinem traust diesbezüglich, dann bescheißt du eben selber auch, ja? Ja, es ist ein Kreislauf. Ist so. Es ist echt ein Kreislauf, absolut, ja. Also diese Gesetze funktionieren diesbezüglich nur wirklich für Personen und diese juristischen Personen, dann auch diese Geschäfte, die da involviert sind und jedes Geschäft dann ebenso auch eine juristische Person hat. Ist, oder nicht nur die natürliche Person, wo wir gemeint sind damit, also alle, die sich damit noch identifizieren. Ja. Obwohl das ja wirklich auch nicht der Fall ist, das müssen wir klar sagen, alles, was Person dran steht, ist Person und nicht Mensch. Person betrifft nicht uns, ist Person. Das betrifft ihren Strohmann, ihre illegale Geschichte, die sie dadurch legal durchziehen. Auch wenn es natürlich vorne heißt. Auch wenn es natürlich heißt. Das ist einfach wieder ein Wort zum Verwischen, zum Augenwischen. Augenwischerei, Verwirrung schaffen, wie auch immer. Und alle meinen dann, es ist ja der Mensch gemeint. Dann. Ja. Nee. Und wenn Herr und Frau steht sowieso, dann ist die Person gemeint damit. Ja. Genau. Überall. Und wenn wir die Gesetze anschauen und Gesetze, habe ich jetzt gerade den Faden verloren, den roten, vor Gericht oder wenn es vor Gericht geht, diese lustigen Schreiben, die da kursieren, man hätte da ein Gesetz übertreten, man darf ja nicht spazieren gehen, es ist eine Demonstration, es werden Vermutungen angestellt, es wird angenommen, vermutet, also unglaublich, oder? Und dazu muss man eines wissen, in diesem ganzen See- und Handelsrecht, in diesem ganzen Rechtssystem, vor Gericht werden sogenannte BAR, Barvermutungen, also nicht die Bar, wo es gute Getränke gibt, sondern die BAR-Vermutungen werden da ausgesprochen. Und dieser raffinierte Plan, dieser BAR, der sorgte ebenso für die Kontrolle der Gerichte via der Erschaffung der American Bar Association, deren Mutterorganisation, die Europäische Internationale Bar Association, eine Kreation von Rothschild war. Diese erlaubte den internationalen Banken die Kontrolle über die Ausübung des Rechts. Mhm. Dass sie die einzigen waren, die die Rechtsausübung vor Gericht erlaubt war, weil sie diejenigen waren, die unter dem Logo dieses Rechts ausgebildet wurden. Als einzig und alleine See, das Admiralty oder das Vertragsrecht, das Contract Law war, das Gewohnheitsrecht des Menschen, also das Common Law, der Menschen musste ersetzt werden, weil es dem natürlichen Menschen viele verfahrensrechtliche Schutzmechanismen vor der Gesetzgebung der Banker gewährt hätte. Es ist abartig, was da läuft. Also in dieser, ein römisches Gericht arbeitet nicht unter irgendwelchen tatsächlichen Rechtsgrundsätzen, sondern mit Vermutungen des Rechts. Diese Vermutungen und diese Annahmen. Ja. Wenn also Rechtsvermutungen der privaten Bargilde präsentiert und nicht zurückgewiesen werden, diese zu Tatsachen,
und gelten als Wahrheit, als ihre Wahrheit, wenn sie nicht widersprochen werden. Und wenn man schaut, was diese 12 BAR-Vermutungen sind, dann wird es einem echt schlecht. Auf die andere Seite versteht man auch, wie viel es eben läuft. Ja. Ja. Weil diese 12 Schlüsselvermutungen, also ich in meinen Instrumenten habe ich immer noch hingeschrieben und alle anderen eventuellen Vermutungen, weil in diesem Lug und Trug dieses ganzen Systems, und sie sagen dir, es gibt 12, vielleicht gibt es ja 13 oder 27 oder keine Ahnung. Die sind dann einfach geheim. Die werden dann einfach geheim und wenn man nicht allen widerspricht, dann gelten die dann halt weiterhin. Ja? Also, würde mich jetzt nicht verwundern. Ja, nur kurz. Die Vermutung der öffentlichen Aufzeichnung bedeutet, dass jegliche Angelegenheit, die vor einem untergeordneten römisches Gericht gebracht wird, eine Sache der öffentlichen Aufzeichnung ist, wohingegen von den Mitgliedern der privaten Bargilde in Wirklichkeit vermutet wird, dass die Sache eine geschäftliche Angelegenheit der privaten Bargilde ist. Wenn man mittels Anfechtung und Zurückweisung nicht glasklar darauf besteht, dass die Sache öffentlich aufzuzeichnen ist, verbleibt die Angelegenheit eine Privatsache der privaten Bargilde innerhalb deren Privatregeln. Und wer verlangt schon, dass irgendwo das aufgezeichnet wird? Das wissen die wenigsten. Die zweite Vermutung ist der öffentlichen Dienstleistung bedeutet, dass alle Mitglieder der privaten Bargilde, die allesamt einen feierlichen, geheimen und absoluten Eid auf ihre Gilde geschworen haben, als öffentliche Agenten der Regierung oder als Public Officials handeln, indem sie zusätzliche Eide auf das öffentliche Office schwören, was ganz ungeniert und vorsätzlich ihren privaten, höherrangigen Eiden ihrer eigenen Gilde gegenüber widerspricht. Bevor man nicht mittels Anfechtung und Zurückweisung offen widerspricht, besteht der Anspruch, dass diese Mitglieder der privaten Bargilde legitimierte öffentliche Bedienstete sind und deshalb als Treuhänder unter öffentlichem Eid stehen. Und somit ist auch jeder Staatsanwalt dein Treuhänder, wenn du vom Gericht stehst, weil er vertritt ja die Person, deinen Strohmann. Und somit ist er der Treuhänder. Ja? Von dir? Also von dir. Nein, nicht von dir, aber von der Person du, ja, die du hast. Ja, klar. Ja. Aber solange Menschen vor Gericht gehen, die meinen, sie sind diese Person. Ja. Des öffentlichen Eides gibt es auch noch. Die Vermutung der Immunität bedeutet, dass Schlüsselmitglieder der privaten Bargilde mit der Handlungsbefugnis von Public Officials als Richter, Staatsanwälte und Friedensrichter, die einen feierlichen öffentlichen Eid nach Treu und Glauben geschworen haben, immun sind gegenüber persönlicher Beanspruchung und Haftbarkeit. Ohne offene Anfechtung und ohne Einforderung ihres Eides verbleibt die Rechtsvermutung, dass die Mitglieder der privaten Bargilde als öffentliche Treuhänder in ihrem Amt als Richter, Staatsanwälte und Friedensrichter immun gegenüber jeglicher persönlicher Rechenschaftspflicht für ihre Handlungen sind. Dazu muss man jetzt eines wissen. Papst Franziskus hatte 2013, wenn es mir recht ist, ich das im Kopf habe, ab 1. September 2013 hat das Gültigkeit erlangt, hat er sämtliche Immunitäten aufgehoben. Ah, er hat wieder so ein Motu proprio geschrieben und hat sämtliche Immunitäten aufgehoben. Von wem? Ja, Richter, Staatsanwälte, alle Angestellten. Aber dann wären die ja ins Amt hastbar. Ja klar, es haften alle persönlich. Und da müsst ihr euch einmal achten, welcher Staatsanwalt unterschreibt noch selber. Die meisten, die einen Strafbefehl oder irgendeinen solchen Brief erhalten von so einer Institution, da hat da irgendeiner in Vertretung unterschrieben. Oder es steht, dass das Dokument wurde automatisch erstellt oder ist ohne Unterschrift gültig. Mit Scan erstellt oder wie auch immer, weil niemand die Haftung übernehmen will. Ja? Also dann wären wir schon wieder beim Vatikan und bei der Kirche, da was da auch schon wieder läuft.
Dann die Vermutung der gerichtlichen Vorladung bedeutet, dass eine Vorladung gewohnheitsmäßig unwiderlegt bleibt und dass von demjenigen, der vor Gericht erscheint, vermutet wird, dass er seine Eigenschaft oder die Position als Beklagter, Schöffe oder Zeuge sowie der Jurisdiktion des Gerichts zugestimmt hat. Das Erscheinen vor Gericht erfolgt gewöhnlich auf eine gerichtliche Vorladung hin, ohne Zurückweisung und Rückgabe der gerichtlichen Vorladung, mittels einer Kopie der Zurückweisung, die im Vorhinein und vor dem Erscheinen protokolliert wurde, gilt die Jurisdiktion und die Position als Angeklagter und die Existenz der Schuld steht fest. Darum ist es wichtig, alle sogenannten Schreiben, die kommen, wieder zu retournieren, weil die betreffen den Menschen nicht. Ja? Ja. Zurückweisen. Die Vermutung der Bewachung bedeutet, dass gewöhnlich eine Vorladung oder ein Haftbefehl zur Arrestierung unwiderlegt bleibt und deshalb feststeht, dass derjenige, der vor Gericht erscheint, vermutlich ein Gegenstand und aus diesem Grunde haftbar und deshalb durch Aufseher in Gewahrsam zu nehmen ist. Diese schließt die tote legale Fiktion der Nicht-Mensch-Person ein, für welche die Bestimmungen und Regeln der Regierungskonzerne geschrieben wurden. Aufseher können lediglich Besitztümer und Gegenstände rechtmäßig in Gewahrsam nehmen, jedoch keine menschlichen Wesen, die Seele aus Fleisch und Blut sind. Bevor man diese Rechtsvermutung nicht offen und unter Zurückweisung der Vorladung und oder des Gerichts anficht, steht die Vermutung, dass du ein Besitzgegenstand bist und deshalb rechtmäßig in der Lage, durch Aufseher in Gewahrsam genommen zu werden. Also du wirst jetzt... Du wirst da gerade nochmals zur Sache gestempelt. Genau. Dann gibt es die Vermutung des Gerichts der Aufseher, dann die Vermutung des Treuhandgerichts bedeutet, dass Mitglieder der privaten BAR-Gilde annehmen, dass du das treuhänderische Office als ein öffentlicher Diener und Regierungsbeschäftigter akzeptierst, einfach deshalb, weil du ein römisches Gericht besuchst, da diese Gerichte nur da sind für öffentliche Treuhänder nach den Regeln der Gilde und des römischen Systems. Das ist kein Scherz, das ist so. Bevor die Vermutung nicht offen bestritten wird, dass du lediglich auf Besuch bist, aufgrund einer Einladung der Angelegenheit auf den Grund zu gehen und du kein Regierungsbeschäftigter oder öffentlicher Treuhänder in diesem Vorrang bist, dann gilt diese Vermutung als eine der maßgeblichsten Gründe, wie die Jurisdiktion sie beanspruchen. Einfach, weil man vor ihnen erschienen ist. Also, das heißt, wenn du da bist, bist du schon schuldig. Mhm. Mhm. Das kommt dann noch explizit, dann noch, dass du schuldig bist. Die Vermutung, dass die Regierung in zweierlei Rollen als Exekutor und als Begünstigte handelt, bedeutet, dass die private Bargilde den Richter oder Friedensrichter für die bevorstehende Angelegenheit zum Exekutor ernennt, während der Staatsanwalt als Begünstigter des Trusts in diesem laufenden Verfahren fungiert. Bevor diese Vermutung nicht offen durch eine Demonstration zurückgewiesen wird, dass du vor Gericht generell der Guardian und Exekutor in der Sache bist, also des Trustes bist, gilt, dass du Treuhänder bist aufgrund Verzicht und deshalb den Regeln des Exekutors, also des Richters oder Friedensrichter, gehorchen musst. Also wir sind Gläubiger sowieso und wir sind nicht die Schuldner. Ja? Zehntens, die Vermutung des Exekutors des Sontor bedeutet die Vermutung, dass die Beklagten als ein Exekutor des Sontor, also als ein falscher Exekutor handeln, wenn sie ihre Rechte als Exekutoren und Begünstigte auf ihren Körper, ihren Verstand und auf ihre Seele sicherstellen wollen, indem sie damit den rechtmäßigen Richter als Exekutor herausfordern. Deshalb gaukelt der Richter oder Friedensrichter die Rolle eines wahren Exekutors vor und hat das Recht, dich festzusetzen. Oder er hat auch das Recht, dich zu inhaftieren. Dich mit einem Bußgeld zu belegen oder dich in eine psychiatrische Untersuchung zu zwingen. Bevor die Vermutung nicht offen bestritten wird, nicht nur indem man sein Standing als Exekutor zusichert, sondern auch die Frage stellt, ob der Richter oder Friedensrichter versucht, als Exekutor des Sontor zu handeln, gilt die Vermutung und der Richter oder Friedensrichter der privaten Bargilde wird versuchen, Unterstützung von Gerichtsvollziehern oder Sheriffs zu erhalten, um ihre falschen Ansprüche durchzusetzen. Und elftens, die Vermutung der Inkompetenz, es wird immer schöner, ist die Vermutung,
dass du zumindest unkundig in Rechtsdingen bist und deshalb inkompetent. Dich zu präsentieren und sachgemäß zu argumentieren, deshalb hat der Richter oder Friedensrichter das Recht, dich festzusetzen und zu inhaftieren, dich mit einem Bußgeld zu belegen oder dich psychiatrisch untersuchen zu lassen oder einzuliefern. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten wird mit der Tatsache, dass du dein Standing als Exekutor und Begünstigter kennst und aktiv jegliche gegenteilige Vermutung bestreitest und zurückweist, dann steht hinsichtlich des Plädoyers fest, dass du inkompetent bist und der Richter und Friedensrichter alles machen darf, um dich gefügig zu halten. Also wenn und, einem nicht schon schlecht ist, könnte einem schlecht werden. Und jetzt kommt das 12. und dann wird es einem ganz bestimmt. Die Vermutung der Schuld bedeutet, dass die Annahme, dass es sich hier um eine private Geschäftsaktivität der Bargelde handelt, dazu führt, dass du schuldig bist, egal ob du auf schuldig plädierst, gar nicht plädierst oder auf nicht schuldig plädierst. Bevor du nicht entweder im Vorhinein einen Affidavit der Wahrheit oder einen Beweissicherungsantrag mit eindringlicher Präjudiz in die öffentliche Aufzeichnung eingebracht oder einen Einwand der mangelnden Schlüssigkeit vorgebracht hast, dann steht die Vermutung, dass du schuldig bist und die private Bargelde dich festhalten kann, bis eine Bürgschaft hinterlegt ist, die den Betrag abdeckt, mit dem die Gilde von dir profitieren will. Wo es um deinen Trust geht. Und schon sind wir wieder in der Korruption. Ja, und das sind diese 12 Barvermutungen, die da auch hinterrucks auferlegt wurden. Ja. Und so agieren sie und so funktioniert das dann vor Gericht in diesen Sachen. Also müssen wir uns unbedingt mit diesen Affidavits oder Affidavits schlau machen. Das kennt man hier in der Schweiz fast gar nicht. Ja. In Amerika ist das ganz anders, da schreiben ganz viele Affidavits. Auch beim Wahlbetrug wurden viele Affidavits geschrieben. Das ist deine Wahrheit unter Eid. Ja. Und da wird alles minutiös aufgelistet, was Fakt ist. Und das kann nicht widersprochen werden. Es ist deine Wahrheit, respektive es müsste dann auch vor Gericht widerlegt werden. Aber das ist ja das, was ja, man kennt es zwar jetzt eben nicht unter dem Namen, aber das ist ja ganz viel, was der Mainstream wieder, wie soll ich sagen, ja, der hat das unter Eid ausgesagt, quasi lächerlich gemacht wird. Und ja, es ist noch ein weiter Weg, dass wir das so bestreiten können, wie wir es bestreiten wollen schlussendlich. Aber also ihr seht die Gesetze, das ist ein Riesenfass, ein Riesending und nicht so einfach. Macht euch schlau diesbezüglich. Die Barvermutungen findet ihr auch im Netz und sonst haben wir eine Seite, viel wird die ganz sicher einen Link drunter setzen, wie sagt man so schön. Genau. Damit ihr die ausdrucken könnt, verinnerlichen könnt, euch mit einem Affidavit schlau machen könnt, so können wir uns dann auch als Mensch geistig-sittliches Wesen zur Wehr setzen. Genau. Mit diesen Annahmen und mit diesen Vermutungen. Ja, ja. Ja, und punkto Gesetze, man könnte noch lange darüber schwatzen. Es ist ein unwahrscheinliches Fass. Ja. Und vor allem ist es sehr, sehr verwirrend. Ja. Ja. Und in der ganzen Willkür, wie da gehandelt wird, dann auch ohne Gesetze diesbezüglich, ja, also ohne rechtmäßige Gesetze, ein Riesenteil. Ja. Ich hoffe, der Kopf raucht und es war wiederum sehr viel. Ja, es war aber wiederum sehr spannend. Ja, ja und ich möchte dir hier herzlich nochmals danken, auch im Namen von uns allen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du uns diesen Einblick gewährst in das Ganze. Ist auch für dich vermutlich wieder ja, nicht immer ganz einfach, dass du dir wieder zu Gemüte führst und dann immer wieder auch denken musst, Mann, was ist da auch los? Aber es ist halt eine Arbeit, die man machen muss und ich trage meinen Teil dazu, dass ich es filme. Und, ja. Weil, wenn man etwas verstehen muss, ich sage dem, der Prozess des Bewusstseins, wenn dir bewusst ist, um was es wirklich geht, haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ja. Und wenn wir das nicht haben, können wir uns auch nicht entscheiden. Oder wir machen Treten an Ort und das bringt uns nicht weiter. Genau.
Gutes Schlusswort. Danke vielmals. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm gewesen mit dem Hochdeutsch. Man hört halt schon raus, dass wir Schweizer sind. Jetzt habe ich noch eine Bitte, wenn ihr noch weiter schauen wollt, was für Teile das wir machen, abonniert uns doch da unten und aktiviert doch gleich auch die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Teile. Es werden noch eine Menge von Teilen kommen und ich wünsche euch einen schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Bleibt gesund, tschüss zusammen. Tschüss.